Ein Kassensystem für dein Shopsystem, für deinen Online-Shop ist gar nicht so einfach zu finden. Denn die Problematik, die fast jeder kennt, der sich schon mit Kassensystem beschäftigt hat, wie kriege ich die Produkte aus meinem Online-Shop in die Kasse rein, die ich vielleicht lokal in meinem Concept Store, in meinem Ladenlokal, in meinen mehreren Ladenlokalen, in meinem Imbiss oder wo auch immer ich eine Kasse benötige, wie kriege ich die automatisch synchronisiert? Wie kriege ich Lagerbestände in Echtzeit synchronisiert? Wie kann ich verhindern, dass ich irgendwo immer wieder aufwendig Excel-Tabellen, CSV-Dateien, XML-Dateien hin und her schicken muss mit Migration, was teuer ist, fehleranfällig und. Wie geht das? Und zwar, es gibt eine Lösung. Und die gibt es schon relativ lange, aber sie ist leider, leider sehr unbekannt. Und dazu auch wieder Link einfach unter dem Video. Wir sprechen hier von Fleur, Flur, wie auch immer, das Nummer 1 Kassensystem für modernen vernetzten Handel. Und vernetzter Handel meint auch genau das Thema, egal ob du einen Shopify Store hast, einen WooCommerce Store, Shopware oder Oxid, es ist einfach ein Kassensystem, was funktioniert, was sich automatisch synchronisiert. Und ich kenne auch den Inhaber schon relativ lange. Wir haben schon einiges zusammen gemacht und es geht vor allem darum, das Thema des Kassensystems zu digitalisieren. Und das meine ich wirklich zu digitalisieren, ohne die klassischen Kassensysteme zu nutzen, die von der E-Commerce-Welt noch nie was gehört haben. So, und wie das Ganze aussieht und vor allem das Wichtigste, dass das Ganze TSE, GOBD, RKSV und KassensichtV konform ist. Das ist ja das Allerwichtigste, denn ich habe ja gewisse Restriktionen von der Regierung, von Finanzämtern und Co., gerade auch für Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo ich sagen muss, okay, das muss das Kassensystem konform sein. Und das ist auch das größte Problem von allen modernen Kassensystemen, die aus dem amerikanischen Bereich kommen, weil die kennen das nicht. Die haben diesen Quatsch, sage ich an der Stelle mal, haben die alles nicht. Hier ist es alles integriert, das heißt, es ist wirklich ein sicheres Kassensystem auf Basis eures Online-Shops, eurer oder eurer digitalen Warenwirtschaft. Und hier kommt auch die Ergänzung dazu: Bilby als ERP kann auch angebunden werden oder wenn ihr LexOffice habt. Und das ist natürlich eine sehr, 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 sehr geile Sache. Das heißt, Warenbestände aus diesen Warenwirtschaftssystemen, LexOffice als Buchhaltungssoftware mit Lagerbestandsverwaltung und Warenwirtschaftssystem, kann verknüpft werden in dieses Kassensystem. Auch wenn ihr also keinen Shop habt, könnt ihr aber zum Beispiel, weil ihr Amazon-Händler seid oder, also Multichannel-Versand macht, könnt ihr auch aus Bilby heraus, noch dazu den Link unter dem Video, entsprechend die Sachen kombinieren. Das ist also ein Kassensystem, das wirklich alles kann und deswegen sagen die auch vernetzter Handel, weil es wirklich funktioniert. Das Schöne ist, hier sitzen Menschen dahinter, die ihr auch anrufen könnt, wo ihr ein Gespräch mitführen könnt, die euch da auch beraten und das Ganze entsprechend auch als Cloud-System aufgesetzt haben. Das heißt, auch wenn mal irgendwelche Probleme sind, sie können direkt darauf zugreifen. Es ist kein Windows-installiertes Ding, wo ihr einen Rechner hinstellen müsst, sondern ihr könnt es theoretisch auch fast überall öffnen auf den Geräten und könnt dann natürlich auch Hardware damit verknüpfen, meist über Bluetooth, die halt entsprechend dann auch angesteuert werden, entsprechend der Aktionen, die halt erfordert werden, wie Kassenschublade öffnen, EAN-Nummer scannen und. Und das Ganze wirklich mit Schnittstelle an die Finanzbuchhaltung, ERP-System, aber vor allem an Warenwirtschaft, Lagerbestandsverwaltung von Online-Shops oder halt entsprechend Bilby oder LexOffice. Und das macht es natürlich sehr, sehr, sehr schön. Die Oberfläche seht ihr, ist sehr, sehr einfach gestaltet, damit auch jeder damit zurechtfinden kann. Und wir haben die Möglichkeit, alles grenzenlos zu verbinden. Das meint einfach auch hier, was ich gerade gesagt habe: Online-Shop, Warenwirtschaftssystem, Bestände werden synchronisiert. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, die Belegübergabe an Datev zu machen. Wer jetzt noch Datev hinten dran setzt, wobei die meisten wahrscheinlich dann eh aus dem Shop die Sachen rausziehen. Aber hier hat man entsprechend die Verwaltung natürlich auch über Datev von LexOffice. Bilby auch entsprechend als Anbindung sehr, sehr nützlich. Und jetzt kommt der springende Punkt: Lager und Filialen zentral managen. Das heißt, ihr habt mehrere Lager, ihr habt mehrere Verkaufsläden, ihr seid mal auf dem Markt zum Beispiel oder auf entsprechende Events. Könnt ihr für dieses Event eine extra Filiale anlegen, damit ihr es auch messen könnt, was kam da an Umsatz? Dann könnt ihr die Bestände verwalten, das kommt dahin, das kommt dahin. Dann habt ihr eine Auswertungsfunktion dafür und. Oder ihr könnt so ein Kassensystem natürlich auch nutzen, wenn ihr einen Lieferanten, also online ausliefert, Essenslieferungen macht oder Bäckereien zum Beispiel, könnt ihr auch das hier rüber verknüpfen und könnt dennoch das für euer normales Ladengeschäft auch
nutzen. Und ihr habt die Möglichkeit, Selbstbedienungskassen zu hinterlegen. Das ist ein Feature, was viele noch nicht so verstanden haben, aber es kommt aus Amerikanisch immer mehr. Ich kann ein Tablet dahinlegen und ich kann selbst meine Produkte zusammenklicken und brauche sie dann nur noch von der Kasse abholen oder vom Lager abholen, was es auch sehr, sehr, sehr schön macht. Auch das wird hier mitbedacht, was ich sehr, sehr schön finde. Und ihr habt die Möglichkeit, es kostenfrei zu testen. Ihr habt die Beratungsgespräche hier und ihr habt wirklich das Schöne, dass ihr einfach noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten habt, das auch noch anzubinden. Ich sagte eben, dass das Kassensystem halt nur für die Haupt-, das waren die größten Anbieter, funktioniert, aber ihr habt natürlich auch noch Central, was angebunden werden kann, Gambio, PrestaShop, Magento, ja, Datev hatte ich gerade schon genannt, Plenty Markets funktioniert auch. Das heißt, ihr habt da wirklich die Möglichkeit, hier aus dem Vollen zu greifen mit nur einem System und könnt auch wirklich multichannelmäßig das Ganze verknüpfen. Wenn wir uns die Preise mal anschauen, das vielleicht noch abschließend, habe ich die Möglichkeit, monatlich zu zahlen oder jährlich. Und wir sehen halt schon entsprechend, dass selbst die Komplettvariante dann, wenn ich mal auf monatlich gehe, 119 € kostet. Das ist echt nicht viel. Jede weitere Filiale und so weiter kostet natürlich auch Aufpreis, aber ich habe hier echt preislich ein System mit dieser Schnittstelle, was wirklich Nerven, Folgekosten etc. spart und einfach rechtskonform funktioniert. Und vor allem habe ich hier einen Support mit dabei, der über die Cloud auch direkt zugreifen kann. Und ihr habt die Möglichkeit auch hier halt die Hardware auch direkt zu beziehen. Das ist natürlich immer ein bisschen flexibel. Was ihr halt haben möchtet, könnt ihr hier sofort mit bestellen und dann wisst ihr auch, dass das in der Kombination zusammenpasst. Guckt es euch einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Es ist halt wirklich sehr, sehr modern, wie ich auch schon gesagt habe. Verschiedene Zahlungsarten. Ich habe ja die Möglichkeit, Wertgutscheine zu verwalten über QR-Codes und etc. Ich habe die Kundenverwaltung, die sich auch synchronisiert. Inventur kann ich darüber machen. Diebstahlschutz. Da habe ich die Möglichkeit fürs Picking etc. auch verschiedene Listen zu machen. Ja, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Filialen, Lager, sagte ich schon. Hardware verbinden, Selbstbedienungskassen, Guthabenkarten etc. Mitarbeiterkarten können darüber ausgegeben werden. Das heißt, hier wird wirklich an alles gedacht und vor allem es wird weiterentwickelt. Und ich kenne halt das System schon relativ lange und es wird immer weiterentwickelt. Zusätzlich zu der Rechtskonformität ist es einfach ein Kassensystem, was unschlagbar ist und aufgrund der Multichannel-Funktion wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Plug and Play mit ein bisschen Einrichtung ist es wirklich realisierbar für alle, die ein bisschen technisch versiert sind. Der Support hilft natürlich auch gerne mit dabei und so habt ihr die Möglichkeit, für wenig Geld eine solide, rechtskonforme Lösung zu haben als POS-Kassensystem mit diversen Ergänzungen, mit diversen Erweiterungsfunktionen, was ich einfach sehr, sehr schön finde. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, nutze den Support entsprechend. Du kannst natürlich auch gerne mir schreiben, dann können wir gemeinsam darüber sprechen, da ich das System natürlich auch kenne. Und ich wünsche dir hier einfach viel Spaß jetzt damit. Melde dich gerne auch zu den Webinaren an. Link dazu einfach unter dem Video und dann dementsprechend jetzt viel Spaß beim Umsetzen, weniger Kopfschmerzen, rechtskonformes Arbeiten im Ladenlokal, im Lager und Co. und dementsprechend das Ganze für wenig Geld. Wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, mach es bitte jetzt. Drück auf Gefällt mir und schreib mir gerne auch in die Kommentare, ob du das System kanntest, ob du es schon ausprobiert hast, wie du das System findest, wie deine Erfahrungen damit sind. Und wie gesagt, wenn du mal eine Beratung haben möchtest, allgemein zum Thema WordPress, WooCommerce, Shopsystem, Shop-Optimierung, Suchmaschinenwerbung, Social Media und, geh gerne mal auf www.florianibe.de. Dann können wir gemeinsam ein Beratungsgespräch vereinbaren und dann könnte ich mir auch deine Seite, deinen Online-Shop entsprechend anschauen, um vielleicht mehr Leads zu generieren, mehr Verkäufe zu generieren oder auch diese technischen Komponenten wie ein Kassensystem mit dir umzusetzen. Das war es jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Gib mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.